So, heute wieder neuen Stuff aus dem Hause Artback und zwar nur für Travel Retail, der Smoke Trails. Und ob der wirklich was kann und wie das Zeug schmeckt, das schauen wir uns am Intro an. Los geht's, Kinders! Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf Isla unterwegs, habe für euch ein Artback dabei und zwar diese neue Travel-Retail-Abfüllung in der gigantisch großen 1-Liter-Buddel. Ihr seht es schon, da ist ein richtig dickes Drum. Smoke Trails heißt der und der ist oder hat ein Manzanilla-Sherry oder eine Manzanilla-Sherry-Cask-Reifung bekommen zusätzlich. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob es ein Finish ist, aber ich glaube, es war kein Finish. Nee, genau. Hier steht Marriage, also die haben quasi Manzanilla-Casks und American Oak-Casks vermählt miteinander. Und dann ist dieser ja, Smoke Trails daraus entstanden. Kostenpunkt ca. 80 Euro und ich sage jetzt schon mal vielen Dank an Felix, der mir von seiner Schottland-Reise diese Buddel vom Flughafen mitgebracht hat. Denn den kriegst du aktuell wirklich nur in England, Schottland, Großbritannien generell halt am Flughafen. Woanders gibt es den aktuell nicht. Soll aber ab November, also jetzt ganz bald, auch überall im Travel Retail zu haben sein. Ob das so ist oder nicht, das werden wir gleich das können wir jetzt nicht gleich rausfinden, aber es wird vermutlich so sein, weil die Ankündigung stand zumindest so im Netz. 80 Euro für 1 Liter Artback ohne Altersangabe ist eigentlich ganz geil, muss man jetzt erstmal sagen. Ne? Weil, jetzt überlegt mal, für diese ganzen anderen Artback-Komitee-Releases, da zahlen wir halt mal dreistellig für. Und da steht teilweise auch kein Alter drauf. Ne? Also von daher kann man da, glaube ich, erstmal preislich erstmal nicht meckern. Das muss man einfach so sagen. Ne? Ob der natürlich geschmacklich und auch von der Nase her an den ganz anderen Stuff rankommt, das versuchen wir gleich rauszufinden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier eine Buddel bekommen habe und für euch zeitnah im Video zeigen kann, damit man auch mal sieht, wenn man jetzt zum Beispiel in Schottland unterwegs ist, lohnt sich so eine Buddel oder nicht. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie der so performt. Weil, wie gesagt, preislich in der Kategorie für Liter Artback könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, schon mal was Vergleichbares gefunden zu haben. Naja. Designtechnisch kommt das Ding halt auch ohne Verpackung, ist halt nur die Buddel. Und ihr seht halt schon, ne, ist halt schon ein bisschen stylisch gemacht, aber jetzt auch nichts so, was jetzt aus dem Rahmen fällt oder so. Also wahrscheinlich auch keine kranke Story drumherum gebastelt. Na, ich guck mal kurz, aber ne. Nee. Geht sich quasi nur um dieses Fass, was die da haben. Naja, wir gucken einfach mal, wie das Zeug schmeckt. Das ist ja erstmal wichtiger und alles andere Gedöne ist erstmal zweitrangig. Also Nase rein, los geht's, Kinders. Also riecht erstmal wie ein ganz normaler, typischer Artback. Hat auch 46% nur. Ich gucke gerade, ob bei mir in Greifweite gerade ein Artback 10 steht. Denn das würde mich jetzt hier schon mal ein bisschen interessieren. Ja, Artback 10 steht hier. Ist, glaube ich, noch ein Überbleibsel vom Einsteiger-Tasting. Ja, das finde ich spannend. Ich glaube, da nehme ich mir mal ein Gläschen und schenke mir mal ein bisschen zum Vergleich den Artback 10 ein. Nur mal zum Verriechen ein bisschen. Dann gucken wir mal, ob der mit dem mithalten kann. Weil erste Nase denkst du erstmal an den normalen 10er. Ich stelle mal mit hier hin. Kurz. Das kann man aber sonst nicht sehen. Ein bisschen hinschieben. So, jetzt. Jetzt geht die Sonne auf. So, zwei Artbacks auf einem Tisch. Wuhu! So, mal kurz dran riechen. Ja, ne, der 10er ist schon ein bisschen krasser. Obwohl. Also ich finde, der 10er riecht ein bisschen mehr nach Asphaltstraße. So ein bisschen, ich habe ja heute gelernt, dass es Teer angeblich nicht mehr gibt. Deswegen sage ich, es muss für wahrscheinlich Asphalt sein. Eine Asphaltstraße, eine asphaltierte Straße. Aber die sind sich schon erstaunlich ähnlich. Naja, ich packe ihn wieder weg. Ich lasse das einfach mal hier stehen. Und wir riechen zwischendurch einfach nochmal kurz dran.
weil das finde ich auf jeden Fall spannend. Ja, Fass haben wir hier, dieses Manzanilla, das ist ja so ein so eine Sherry-Art quasi, ist jetzt eher nicht so geläufig. Ich hatte schon mal von Artback Manzanilla Sherry Cask, das war dieses Single Cask, was ich mal verkostet habe, das war auch Manzanilla Cask und die hatten, glaube ich, mal ein, wie hieß der denn, Artbock? Ich glaube, Artbock war das, der auch Manzanilla Cask hatte, hier Komitee Release. Ja, aber so, der ist halt, der riecht süß, der riecht nach einem typischen Artback, der riecht sehr, vor allen Dingen sehr gefällig. Du hast so einen leichten Rauch auch, der Rauch ist gar nicht so intensiv. Es ist so ein leichter, teeriger Rauch, würde ich sagen. So ein bisschen so warme Asphaltstraße im Sommer, wenn die gerade so die Fahrbahn machen. Mal eben nochmal einen Zehner dagegen riechen. Der Zehner riecht sehr, sehr ähnlich, aber ich finde, der Zehner ist intensiver im Rauch einfach noch als der jetzt hier. Ich habe hinten raus halt wieder so was krass Süßes, wo ich wieder sagen würde, das könnte die typische, also für mich typische China-Buffet frittierte Banane mit Honig sein. Aber sonst, der hat gar nicht viel Frucht oder so. Es ist eher so süßer Rauch mit Vanille. Du hast halt diese teerige, asphaltige Note halt. Wie gesagt, du musst dir bei Artback ganz oft, da habe ich dieses... dass du dir das so vorstellen kannst, du fährst auf der Autobahn und auf der Gegenfahrbahn wird gerade die Straße neu asphaltiert, kommt eine neue Fahrbahndecke drauf und die kippen gerade so diesen heißen Teer, Asphalt, keine Ahnung, was das ist, da drüber. Boah, ich habe das jetzt damit, ich muss jetzt aufpassen, ich sage jetzt einfach immer Teer wie immer. So, den heißen Teer, die Asphaltstraße, alles, was die da haben, das kippen die da drüber, es ist sehr warm und du riechst es dann einfach und ich finde, so riecht auch sehr oft Artback, ne? Also sehr, sehr oft. Ich glaube, Der Scorch zum Beispiel, der war eher so diese rußige Kohlenofennote, aber ansonsten riecht Artback, finde ich, sehr oft und schmeckt auch sehr oft so, dass du denkst, du fährst neben dieser frisch geteerten Straße. Ja, also Nase gefällt mir, riecht nach einem Easy Drinking Whisky. Also probieren wir einfach. Slanger Kinners. Süffig. Süffiger, rauchiger Whisky. Schmeckt nach einem typischen Artback-Whisky. Richtig schöne, intensive Süße. Schmeckt ein bisschen nach rauchigen, gebrannten Mandeln. Ne? Also nimm mal diese gebrannten Mandeln, hack die mal klein und räucher die mal so. Und dann probierst du das mal. Und dann hast du diesen Geschmack, finde ich, habe ich. Das ist eine richtig schöne Rauchnote, die aber nicht drüber ist. Also es ist sowas, wo du sagst, das ist sehr ein sehr angenehmer, rauchiger Whisky. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr die Buddel mit nach Hause nehmt, mit den Jungs oder mit den Mädels oder mit den Friends, das Ding geht weg an dem Abend. Auch wenn es ein Liter ist, aber es ist richtig süffig. Das ist richtig gefährlich. Der ist halt so lecker, weil der halt so einfach ist. Ne? Das ist halt ein einfacher Artback-Whisky, wo du einfach nur denkst, ja, schmeckt. Da ist genau da drin, was du erwartest. Artback und Rauch und Süße und du hast was Nussiges, du hast diese gebrannte Mandelnote. Gut, der Abgang ist natürlich relativ schnell weg. Ne? Also merkst, also der bleibt nicht so lange, das merke ich gerade. Aber gut, prüfen wir mal einen Schluck. Ja, also auf dem zweiten Schluck wird es noch ein bisschen aschiger. Aber ansonsten, leckeres Ding. Wirklich. Das fängt auch schon, der kommt auch direkt süß. Dann hast du so eine ganz leichte, nussige Note. Dann kommt der Rauch.
dann switch das in diesen gebrannte Mandeln, geröstete Nüsse Moment nochmal um. Und dann verabschiedet er sich auch schon. Und dann kriegst du halt auch so hinten raus so ein bisschen diese, ja, diese Rauchnote, die bleibt noch so ein bisschen. Das ist aber eher sowas, so ein bisschen Holzrauch halt noch, ne? Der bleibt noch so ein bisschen da, aber ansonsten ist der Whisky an sich relativ fix weg, ne? Also da ist jetzt, wie gesagt, das ist ein easy sipper, geiler Trinkwhisky. 1 Liter Artback für, was war das jetzt? 80 Euro. Da wollen wir da meckern. Also für mich gibt es da nichts zu meckern, ganz ehrlich. Also das Zeug schmeckt. Ich glaube, preislich kann man nicht meckern. Wenn man das jetzt mal, weiß ich nicht, auf 0,7 runterrechnen, ist das ja ein super Preis eigentlich. Und wenn du halt überlegst, wie oft du Kohle ausgibst für irgendwelche anderen Komitee-Releases, wo auch kein Alter draufsteht, da kann man sich eigentlich nicht beschweren bei dem Kurs. Probier nochmal kurz den 10er. Nee, 10er ist anders. Also auch wenn die sich von der Nase sehr, sehr ähneln, der 10er schmeckt eher so nach Vanille. Nur der hat so einen krassigen, leicht erdigen Vanilleton dabei. Der ist halt mehr so in die nussige, fruchtige Note, ne? Ja, aber schön. Also von mir kriegt der Artback Smoke Trails hier 4 bis 5 Daumen hoch. Klare Kaufempfehlung, wenn du am Flughafen stehst, kannst du den für die 80 Euro mitnehmen, packen einen, nimm mit nach Hause, machen auf, trinken. Also richtig gutes Ding. Gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen die Artback-Fans werden ihren Spaß damit haben. Das Ding lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht, wenn er jetzt auch bald in Europa an den Flughäfen verfügbar ist, kriegt man den vielleicht auch einfacher, weil, wie gesagt, aktuell muss er halt schon nach England fliegen oder nach Schottland, damit du den überhaupt bekommst. Aber das sollte ja dann, wenn der für die breite Masse dann verfügbar gemacht wird, kein Problem mehr sein. Ja, wenn ihr den schon probiert habt, wenn ihr den schon im Glas hattet, ich habe ja gesehen, viele haben ja schon eine Buddel mitgebracht aus dem Urlaub oder so, oder jemanden eine Buddel mitgebracht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich selber Feedback freuen. Ansonsten folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe und wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal supporten bei Ko-fi, bei Patreon und direkt hier unten drunter bei YouTube. YouTube-Kanalmitglied werden und ab 4,99 seid ihr dabei. Ja! Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.